Die einzige Position, mit deren Besetzung kein DDR-Auswahltrainer je Sorgen hatte, ist die des Torwarts. Ob Spickenagel, Weigang, Blochwitz, Kreu, Grapentin, Rotwaleit, Weißflug, Müller oder Jakubowski, alle waren bzw. sind sie zuverlässig. Die beiden Letztgenannten standen sich im gestrigen Spitzenspiel in Leipzig gegenüber. Sich auszuzeichnen, wie bei diesem Schuss von Richter, dazu hatte der Dresdner gestern nicht allzu viele Gelegenheiten. Meist versuchten es die Leipziger mit Distanzschüssen, aber da stand Jakubowski sicher. Deckungsschwächen seiner Mitspieler im Torraum, wie bei allen drei Leipziger Treffern, konnte aber auch er nicht ausbügeln. Hier das 3:2 der 32-jährige Jakubowski noch mit den Fingerspitzen am Ball. Für ihn bei drei Gegentoren am Ende kaum Grund zum Jubeln. Den hatte am Ende aber sein Gegenüber René Müller. Obwohl gegen Dresden nicht immer frei von Unsicherheiten, bewahrte er die Lokelf vor weiteren Gegentreffern. Er rettete einige Male in gekonnter Manier. Hier gegen Kirsten. Am nächsten Spieltag beim BFC wird es für den Nationaltorwart aber sicher noch mehr zu halten geben. René Müller, der Nationaltorsteher, zwei Gegentreffer am heutigen Tage. Wie sehen Sie diese und wie sehen Sie auch vielleicht Bernd Jakubowskis Leistung, soweit man das beurteilen kann, aus dem gegenüberliegenden Tor? Ja, ich würde erstmal sagen, es war erstmal ein gutes Spiel, die 90 Minuten. Bei dem ersten Tor, was ich kassiert habe, hänge ich noch mal mit drin. Haben Sie selber gesehen, der Bildschirm. Er sprang etwas unglücklich für mich auf und habe dann das Nachsehen gehabt. Also den Treffer wollte ich auf mich, auf meine Kappe nehmen. Ich habe dann Glück gehabt, dass der Wolfgang Altmann heute einen Goldschuh, einen Goldköpfchen hatte und praktisch unseren Sieg noch rausgeschossen hatte. Das Bedauerliche an der Leistung ist leider, dass der Frank Baum die gelbe Karte hat fürs nächste Spiel. Zum Bernd, Herr Kubowski, der hat auch hervorragend gehalten von meinen Begriffen, hat Pech bei dem dritten Tor gehabt, er war mit der Hand dran, aber der Ball war von Wolfgang Altmann sehr platziert, geköpft und im Bernd kann man bei den drei Gegentoren von meinen Begriffen keinen Vorwurf machen. Und das ist die entscheidende Szene, von der René Müller sprach. Altmann köpft zum 3:2 Endstand ein. Davor passierte dies. Das 1:0 für Lok erzielte Horst Kunze, sein erstes Oberligator. In der zweiten Halbzeit gelingt Minge nach Döschners Freistoß der Ausgleich. Altmann bringt die Messestädter erneut in Führung. Der eingewechselte Gütschow erreicht zum zweiten Mal den Dresdner Ausgleich. Aber es reichte, wie wir wissen, am Ende nicht zum Punktgewinn.